Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder ein neuer Sportvlog-Eintrag. Heute ist wieder Radfahren angedacht. Und ich fahre hier so ein bisschen durch die Gegend. Und warum ich hier durch die Gegend fahre, erzähle ich euch gleich. Und warum ich einen Rucksack auf habe. Nach dem Intro. Ich fahre hier gerade durch Niedernhausen. Das ist im Taunus. Man vielleicht aus den alten Sportvlogs schon weiß. Und ich habe mein Auto in die Werkstatt gebracht und fahre hier die Straße entlang und muss jetzt nach Hause radeln. Aber ich mache noch eine Schleife, damit sich der Sport gelohnt hat. Und vorher habe ich mir noch Gewicht auf den Rücken gepackt. Gewicht. Ich war einkaufen. Schön ein paar Joghurts eingepackt, Tümätchen. Ich habe so ungefähr 5 Kilo auf dem Rücken und fahre mit denen jetzt ein bisschen Fahrrad. Ja, gewusst wie. Ein bisschen Gewicht dazu gepackt, damit es ein bisschen anstrengender ist. Hier fahre ich jetzt einen Berg hoch und bin gleich im Wald und dann sehen wir mal weiter. Hier geht es alles noch den Berg hoch. Im Taunus gibt es halt ein paar Berge. Alles den Berg hoch am Radeln. Es wird gleich besser. Ich kenne die Strecke, weil ich hier so manchmal lang gelaufen bin, lang gejoggt bin. Aber dauert noch eine Weile. Ich kann schon aus der Atem schon. Mann, Mann, ich dachte, ich wäre fit. So ein Scheiß. Jetzt bin ich mitten im Wald hier. Ganz schön holprig. Dann und wann. Bin jetzt schon ungefähr 5 Kilometer gefahren, habe eine kleine Schleife gedreht, bevor ich dann gleich nach Hause fahre. Aber bin jetzt schon 25 Minuten unterwegs, gute 25 Minuten. Und Fahrradfahren läuft, ist nicht so anstrengend, weil ich einigermaßen mir Fitness angelaufen habe. Übers Jogging, über Rosarios Training. Rosario Battaglia hat mich fit gemacht. Und wenn er nur als Geist über mir schwebt und immer irgendwie sowas sagt wie, du musst trainieren, fress nicht so viel. Schön genau, schön ganz genau, auch wenn er nicht da ist. Ja, jetzt geht es ein bisschen bergab, muss nicht so strampeln. Puh. Tja, so früh gefreut, geht wieder bergauf. Irgendwie hatte ich den Berg hier gar nicht mehr auf dem Schirm. Das ist ganz schön, zieht sich. Zieht sich die Scheiße. Aber es wird durchgestrampelt. Durchstrampeln heißt immer fitter werden. Jede Runde bedeutet, ich werde ein bisschen fitter. Ein klein wenig. Jeder Schritt beim Jogging. Ein klein wenig fitter werden. Und ich muss noch was richtig stellen. Natürlich sagt der Rosario nicht, friss nicht so viel. Sondern der Rosario sagt eher, friss das Richtige. Ja, so ist er. Naja, aber für mich hört sich's an wie, friss nicht so viel. Naja, gut. Ich mach mal weiter hier. Eigentlich hätte ich schon nach Hause fahren können. Aber ich mache noch eine kleine Schleife, nochmal den Berg hoch hier, also ein anderer Berg nochmal hoch, jetzt nochmal ein Stückchen und ich merke tatsächlich das Gewicht an meinen Schultern, das zieht wie die Sau mittlerweile, weil ich es nicht gewohnt bin natürlich, aber es ist anstrengend und gut, soll so sein, mache jetzt eine kleine Runde noch. Und dann habe ich so circa, wie viel werde ich dann gemacht haben? Ich glaube so 15, 16 Kilometer bin ich dann heute mit dem Rad gefahren. Das ist gut. Das reicht mir dann auch für heute. Kleine Einheiten zwischendurch, große Einheiten dann immer wieder mal. Das nächste ist wieder eine große Einheit. Aber heute nur gute dreiviertel Stunde Radfahren. Dann ist gut. Aber erstmal den Berg hochkommen hier. Voll anstrengend. Boah, jetzt ist gerade was passiert.
was nur beim Radfahren passieren kann. Die Kette ist rausgesprungen. So ein Scheiß. Beim Laufen springt mir auch manchmal die Kette raus. Aber dann im Gehirn, dann werde ich nur schneller. Ich konnte zum Glück den Fehler schnell beheben. Kette wieder drin. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Boah, ist der lang, der Berg. Leck mich am Arsch. Fahre gerade durch eine Unterführung. Geiler Effekt. Voll die Heilmaschine hier unten. Man könnte meinen, das ist nachbearbeitet. Ist es nicht. Original. Ja. Und da bin ich auch schon wieder raus aus der Heilmaschine. Über mir ist die Autobahn. Die A3. Da fahren sie wie die Bekloppten. Hin und her und hin und her. Die ganzen Mittelspurfahrer, sage ich nur. Die geben mir mal was auf den Sack. Da gibt es auch noch ein Video. Guck mal unter Choki Banoki beschwert sich Thema Mittelspurfahrer. Jetzt anklicken, wenn das Video gleich zu Ende ist. Die Schweinebacken. Jetzt fahre ich gerade einen Weg, den ich noch nie gefahren bin. Hier, ziemlich genau vor einem Jahr, ist der Alex, mein dann und wann Laufkumpane, zu sehen bei Panoramalauf 2016 beispielsweise, in dem Video. Da ist er angegriffen worden von einem Greifvogel. Was für ein Vogel das war, keine Ahnung. Eine Eule oder was, Teufel was? Nee. Eulen um der Tageszeit? Nee, weiß ich nicht. Irgendein Greifvogel auf jeden Fall, der wohl gebrütet hat, was man im Nachhinein erst recherchiert hat. Und das Ding war, der Alex ist gelaufen mit Kopfhörer, mit Musik auf dem Ohr und läuft auf einmal hat er voll den stechenden Schmerz oben am Kopf. Und er denkt sich, oh Scheiße, was ist das denn? Und es hat nicht geblutet, sondern es hat nur sau weh getan erstmal. Und er ist weitergelaufen, weitergelaufen, hat immer so den Kopf gehalten, so, oh Scheiße. Und plötzlich wieder, voll der stechende Schmerz. Und er hat schon das Schlimmste gedacht, Kacke, Anfang 30, Schlaganfall oder irgend sowas. Ehrlich, ja, voll krass. Hat er sich abholen lassen von seiner Perle, direkt ins Krankenhaus, weil er so Schmerzen hatte am Kopf. Und dann sagte die eine Schwester oder so, ha, Moment mal, das hatten wir schon mal. Guckt auf seinem Kopf zwischen den Haaren und sieht so richtige Furchen, Wunden, langgezogene. Und das waren wohl die Krallen von dem Greifvogel. Da in dem Moment hat der Alex sich auch daran erinnert, dass er, wie er sich dann beim ersten Mal so umgeschaut hat, irgendwo einen Vogel gesehen hat, der weggeflogen ist, hat aber mit dem nichts in Verbindung gebracht. Ja, das war der Greifvogelangriff. Und in dem Gebiet bin ich jetzt, das wollte ich eigentlich erzählen. In dem Gebiet bin ich jetzt gerade, also voll in Gefahr. Mal gucken, ob er kommt, der Greifvogel. Weil ein Jahr später müsste er ja wieder brüten. Denke ich mir jetzt. Schalt mal. Oh, ich bin den Berg hochgekommen. Jetzt kann ich wieder normal radeln. Geil. Also, gefährliche Zone hier. Das erste Mal, dass ich sie befahre. Gucken, was passiert. Voll schnelle Fahrt jetzt hier gerade. 5000 km/h habe ich drauf. Hoffentlich falle ich auf die Fresse, ich habe gar keinen Helm auf. Uah. Gucken, welchen Weg ich nehme. Ich nehme einfach irgendeinen instinktiv. Ich habe es geschafft. Ich bin aus dem Greifvogelgebiet raus. Komme jetzt auch aus dem Wald heraus, fahre wieder auf die Straße, um dann gleich nach Hause zu kommen. Das sind noch ungefähr 2,5 Kilometer, schätze ich. Und dann bin ich da. Ich werde jetzt mal gerade warten, weil die Autos kommen. Aber gleich habe ich es geschafft. Meld mich dann von zu Hause wieder. Puh, der Wald war nett anstrengend. War eine gute Sache. Ein bisschen was gemacht heute. Und ich bin voll die Schlaglöcher. Und ich bin froh, dass ich heute ein bisschen Sport gemacht habe.
So, jetzt bin ich zu Hause. Fahre meine Einfahrtsautos ja weg. Wir wissen ja, es ist in der Werkstatt. Und das muss ich dann irgendwann mal wieder abholen. Wahrscheinlich fahre ich morgen wieder hin mit dem Fahrrad, nehme ich mal an. Das ist eine gute Idee, das könnte passieren. Naja, mal gucken. Vielleicht lasse ich mich auch fahren. Also, heute Radfahren, gute Dreiviertelstunde, bisschen länger, glaube ich. 15, 16 Kilometer waren das, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Eine kleine gute Einheit, immer mal zwischendurch. Also, runter von der Couch, Sport machen. Cheerio, Miss Sophie.